Hi, ich bin Philipp von TechBook und hier im Hintergrund seht ihr das vielleicht smarteste Haus Europas. In dem Haus haben wir mehr als 5 Kilometer Kabel, die dafür sorgen, dass Lüftung, Heizung, Beschattung, Multimedia und Licht zusammen im Einklang arbeiten. Und wie das im Detail aussieht, seht ihr in diesem Video. Hier im Wohnbereich sorgen Bewegungsmelder in der Decke dafür, dass automatisch das Licht angeht, wenn ich eintrete. Genauso sind hier in der Decke 8 Lautsprecherboxen verbaut, ein Multiroom-Lautsprechersystem, sodass man hier richtig laut und kräftig Musik hören kann. Die meisten Funktionen meines Smart Homes kann ich über diesen Schalter steuern. Und zwar ist das nicht ein ganz gewöhnlicher Lichtschalter mit An und Aus, sondern er hat verschiedene Ecken und in jeder Ecke ist eine bestimmte Funktion hinterlegt. Tippe ich jetzt in der Mitte, erhalte ich verschiedene Lichtstimmungen, helles Licht, eine eher dunkle Atmosphäre. Ganz nach meinen Wünschen kann ich dort verschiedene Szenarien hinterlegen, je nach Lichtstimmung. Wenn ich jetzt oben in der Ecke tippe, doppelt, sollte sich automatisch die Musik einschalten. Wenn ich die Musik nicht mehr haben möchte, kann ich unten doppelt tippen und dann geht die Musik wieder aus. Ich kann mit einem Tipp unten links in der Ecke die Jalousien herunterfahren. Und wenn ich das Ganze stoppen möchte, tippe ich wieder oben links. Zack. Und schon fährt die Jalousie wieder hoch. Sollten die Jalousien in meinem Smart Home geschlossen sein und ich mich entscheiden, hey, ich möchte doch noch auf die Terrasse, ist das überhaupt gar kein Problem, denn über einen Fensterkontakt erkennt das Haus automatisch, dass ich heraus möchte und öffnet dann die Jalousie. Und zwar nur an der Stelle, wo auch die Tür ist. Im restlichen Haus bleiben die Jalousien geschlossen. Wer sein Smart Home mit Tablet oder Smartphone steuern möchte, kann das natürlich genauso tun. Über eine zentrale Steuerungs-App haben wir die Möglichkeit, Temperatur, Jalousien, Licht und Musik separat einzustellen. Wenn ich es beispielsweise mollig warm haben möchte und mir die 22 Grad Raumtemperatur nicht ausreichen, stelle ich hier einfach auf 25 Grad ein und schon habe ich es kuschelig warm bei mir in den vier Wänden. Genauso gibt es hier noch Lichtstimmungen, die kann ich hier einstellen in der App. Ich kann beispielsweise viel Licht wählen oder meine Lieblingseinstellung ist diese Kocheneinstellung, da hat man eine etwas bläulichere Farbe. Man kann die Farbe aber auch ganz individuell anpassen. Hier in der Küche auf der Arbeitsplatte möchte ich euch ein ganz besonderes Stück Technik vorstellen. Und zwar haben wir hier in die Arbeitsplatte aus Stein eingelassen einen smarten Schalter. Wenn man mal nasse oder dreckige Hände hat, kann man sein Smart Home trotzdem steuern. Und das funktioniert genauso wie bei den Schaltern an den Eingängen der Räume. Man wischt hier einfach über die Arbeitsplatte, hat dann einen Countdown und kann dann hier beispielsweise über einen einfachen Tipp die Musik aktivieren und deaktivieren funktioniert genauso über einen Wisch und einen Doppeltipp und schon ist die Musik wieder aus. Praktisch. Wenn jetzt Freunde oder Gäste mein smartes Zuhause besuchen möchten, klingeln sie ganz normal wie an jeder Hausklingel auch üblich und wählen hier den Gast aus, bei dem sie klingeln möchten oder einfach überall. Zack. Und es stellt sich automatisch eine Videoverbindung her. Und ich kann dann sehen, per Videoübertragung, wer an der Tür steht, kann mich per Sprachverbindung mit der Tür verbinden und mich mit dem Gast unterhalten. Oder wenn ich es möchte, direkt den Gast mit einem Fingertipp hereinlassen und die Tür öffnen. Smart Home bedeutet auch Schutz vor etwa Brand- oder Wasserschäden. Und genau dafür ist dieser kleine Sensor zuständig. Den platziere ich einfach in der Küche, unter der Spüle oder neben der Waschmaschine im Keller. Und der meldet dann, wenn ein Wasserschaden entstehen sollte. Und das probieren wir gleich mal aus. Und zwar platziere ich den Sensor beispielsweise jetzt in einer feuchten Stelle. Und sobald er merkt, da ist Wasser in der Nähe, bekomme ich eine automatische Push-Nachricht auf mein Smartphone. Und ihr seht es hier im Hintergrund, die Lichter fangen schon auch an zu blinken, um mir zu zeigen, hier ist Gefahr im Verzug, hier scheint der Keller gerade unter Wasser zu stehen und es piept auch richtig laut, wie ihr im Hintergrund wahrscheinlich hört.
Am Ende sollte ein smartes Zuhause auch dafür sorgen, dass ich mich entspanne. Beispielsweise mit einer Sauna. Die heizt sich hier ganz automatisch auf. Und wenn sie dann auf Temperatur ist, erhalte ich automatisch eine Push-Nachricht auf mein Smartphone und Tablet und weiß, die Sauna ist bereit. Wir befinden uns jetzt hier im Keller des Smart Homes. Man sieht hier um mich herum viele Heizungsrohre. Was ich euch hier aber zeigen möchte, ist das Herzstück des Ganzen. Und das steckt da drüben in diesem Schaltschrank. Und wir sehen hier drin schon ganz viele LEDs. Hier oben, diese Geräte sind für die LED-Streifen und LED-Strahler im ganzen Haus zuständig, um die zu dimmen, um die Farbe einzustellen und im Allgemeinen, um die zu steuern. Die arbeiten im Hintergrund. Das wahre Herzstück sind diese sogenannten Mini-Server hier. Hierüber funktioniert die Schnittstelle zu den Tablets, zu den Schaltern. Und hier werden alle Szenen und Stimmungen am Ende ausgelöst und gesteuert. Irgendwann am Abend wird es auch mal Zeit fürs Bett. Da kann ich mich dann ganz normal in meinem Smart Home ins Bett legen, wie man es sich auch denkt, und aktiviere den sogenannten Nachtmodus über den smarten Schalter. Das funktioniert ganz einfach mit einem Triple-Tipp. 1, 2, 3. Stehe ich dann nachts auf, erkennt das der Bewegungssensor automatisch und aktiviert eine dunkle, blaue Stimmung. Und so werde ich, wenn ich ins Bad gehe nachts, nicht direkt aus dem Schlaf gerissen mit hellem Licht und lauter Musik, sondern mit ganz seichtem Licht, sodass ich hinterher direkt wieder ins Bett schlüpfen kann. Das war es dann auch schon mit unserer kleinen Videotour durch das vielleicht smarteste Zuhause Europas. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Eindruck geben und schalte jetzt das Licht ab. Wenn Sie es noch nicht getan haben, schauen Sie unbedingt auch unser 360-Grad-Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis bald!